Wow, leicht warm, knackig, gute Röstaromen kombiniert, Wahnsinn. Hallo zusammen, wir kochen heute wieder gemeinsam für euch. Leon ist da, wir sind hier in der Kantine, in der Küche von Liebscher und Pracht und improvisieren ganz tüchtig, aber es ist super spannend, weil wir kriegen das hin. Und heute kochen wir was ganz Besonderes. Und zwar Kartoffelsalat, was ganz Klassisches. Und mit Brokkoli-Bratlingen, ja, gemeinsam was Schönes, Leckeres, Warmes. Kann man auch getrennt voneinander zu sich nehmen, zubereiten, vorbereiten. Und dann auch so mitnehmen, ja, wenn man das nicht gerade jetzt isst. Also von daher fangen wir jetzt am besten mal an und machen den Kartoffelsalat. Also was ganz Besonderes habe ich gesagt, weil ich liebe Kartoffelsalat und ich liebe auch Kartoffeln. Kartoffeln sind unglaublich gesund. Sie sättigen auch total gut und von daher ist es natürlich was Wunderbares. Und Kartoffeln sind einfach wunderbar für die Darmflora. Aber alles, was wir da haben, was ihr da seht, sind wichtig für unsere gesunden Darmbakterien. Die freuen sich. Weil die gesunden Darmbakterien haben natürlich was mit unserem Immunsystem zu tun. Und wenn die gesunden Darmbakterien da sind und die schlechten Darmbakterien verdrängen, dann wird das Immunsystem immer besser und immer besser und wir werden gesund. Es gibt immer noch ganz viele andere Gründe, warum man eben genau grüne Sachen essen sollte, warum man Kartoffeln essen sollte und ballaststoffhaltig essen sollte. Nämlich, damit es weniger Entzündungen gibt, weil Entzündung ist auch ein Grund für die ganzen Zivilisationskrankheiten. Die meisten im Übrigen mit Übergewicht anfangen. Und deswegen haben wir natürlich auch darauf geachtet, dass unsere Rezepte jetzt nicht voller Fett sind und wahnsinnig voluminös von der Kalorienzahl, also keine große Energiedichte haben, aber eine hohe Nährstoffdichte. Das heißt also, alles, was unser Körper braucht für seinen gesunden Stoffwechsel, das bekommt ihr durch diese Mahlzeiten, die ihr in diesem wundervollen Buch findet, das ich nämlich zusammen mit der Nicole geschrieben habe. Nicole ist eine Kochbuchautorin und auch eine Köchin, gibt im Übrigen auch Kochkurse und sie ist seit 13 Jahren vegan. Seit wann bist du eigentlich vegan? Ja, so ein gutes, gesundes Jahr. Ja, immerhin. Und bleibst dabei, oder? Fühl mich super und versorge mich reichlich mit Nährstoffen aus der pflanzlichen Welt und kann nur Gutes berichten. Ich fühle mich locker, leicht und vital. Ja, wir hoffen, euch geht es dann auch so. Also, wir bereiten jetzt den Kartoffelsalat vor. Wir haben jetzt ganz viel parallel gemacht. A, haben wir Kartoffeln gekocht, die sind fertig. Schöne gelbe Kartoffeln, ich liebe sie, es sind Salatkartoffeln, also festkochende Kartoffeln ist ganz wichtig. Wir haben die Zucchini schon in der Pfanne angeröstet. Wichtig, dass die richtig gut schmecken, ist, dass sie das Röstaroma haben. Und deswegen müssen die einfach so ein bisschen bräunlich sein, weil dann schmeckt es besser. Wir müssen nur aufpassen, weil wenn es zu viel ist, das geht dann auch schnell in die andere Richtung, dann ziehen wir das einfach runter. Und jetzt nehmen wir einfach mal uns des Dressings an. Würde ich sagen, oder? Okay. Dann reiche ich dir mal hier die Sachen an, die wir brauchen. Auf der einen Seite haben wir hier einen Pflanzendrink aus der Glasflasche. Ich mache ihn dir auf. Und davon 100 Milliliter. Super. Ungefähr so einen guten Schuss. Ja, ich denke, das ist gut so. Wenn es noch nicht langt, dann nehme ich einfach noch ein bisschen was nachher. Genau. So. Dann hinzu kommt das Olivenöl. Ja. Perfekt. So zwei Esslöffel, schätze ich mal. Und die sind ja klein, deswegen nehmen wir drei. Also eins, zwei, drei. Jo, einmal zurück. So. Dann haben wir Senf. Einen gehäuften Esslöffel. Einen gehäuften oder auch zwei gehäuften. Oder schönen guten. Also ich nehme dann mal ein bisschen viel, weil das ist eigentlich eine leckere Senfsoße. So. Sorry dafür, aber geht gerade nicht anders. Bing, bing. Ja. Dann geht es gleich weiter mit einem wunderschönen Reissirup. Fruktosefrei, wie ich gelernt habe. Ja, wunderbar. Oder? Das Tolle daran ist, und deswegen verwende ich eigentlich so gut wie nur noch Reissirup,
Da ist kein Fruchtzucker drin. Es gibt nämlich ganz viele Menschen, die haben eine Fruchtzuckerunverträglichkeit, weil nämlich Fruchtzucker künstlich hergestellt in ganz, ganz vielen Süßigkeiten enthalten ist. Ja, ja, perfekt. Ja, herrlich. Also, und schmecken tut er auch. Mega, ne? Gut, vollmundig, kann ich nur empfehlen. Ja, wie viel brauchen wir davon? Davon nehmen wir einen Teelöffel. Also einen guten Schuss. Ungefähr so hier. Genau. So, ein Teelöffel. Für die Säure? Ja. Nehmen wir unseren Apfelessig, naturtrüb. Mhm. Zack. Davon auch einen Teelöffel. Esslöffel. So. Ein bisschen Säure, zack, als Kontrast. Und dann, ein Schwefelsalz namens? Kalanamak-Salz. Kalanamak. Ganz besonderer Geschmack. Ja. Schmeckt nach? Schwefel. Definitiv. Nach? Eiern. Ja. Deswegen, eine Messerspitze kommt hier rein, also ganz wenig. Ich mache ein kleines bisschen mehr, weil ich liebe diesen Geschmack. So. Und damit das Ganze so ein bisschen sämig wird, benutzen wir Johannisbrotkernmehl. Hat das irgendeine Funktion? Also gute Ballaststoffe. Gute Ballaststoffe. Also alles, alles super, super, super gesund. Dann und auch rein damit. Eine Messerspitze. So. Ich glaube, ich nehme noch ein ganz kleines bisschen mehr von diesem. Ein bisschen mehr Flüssigkeit. Weil im Übrigen würde ich es immer, bevor ich es benutze, immer schütteln. Ja, noch ein kleines bisschen dazu. Ich glaube, es war ein bisschen wenig für diesen leckeren Salat. So. Und dann wird einfach dieses Dressing gemischt. Ja. Und die Zucchini-Scheiben sehen schon richtig, richtig gut aus. So, Deckel drauf. Und dann geht's los. Was hast du mir eben gerade so ins Ohr geflüstert? Ja, diese Geräusche, dieses Knuspern, dieser frische Geruch von diesem Röstaromen, ja. Das hat man ja bei Fertiggerichten nicht. Und bei einer Pizza, die man zum Beispiel einfach so in den Ofen schiebt. Ja. Was willst du denn damit sagen? Dass ich frisches Kochen bevorzuge, weil man halt mit diesen ganzen, also mit den ganzen Komponenten sozusagen zu tun hat und ja, das genießen kann. Ja, wie genial ist das denn? Ja, der Meinung bin ich nämlich auch. Wie alt bist du, Leon? 26 Jahre alt. Du bist doch so jung. Meine Ach, komm. Güte. Also, es wird spannend, ne, was sich daraus noch entwickelt. Ha, ha. Also ich meine jetzt nicht aus dir, sondern aus deiner Kochbegeisterung. Wir werden sehen. Schauen wir sehen. Mal, ja, was da okay. noch kommt. So, unser Kartoffelsalat ist jetzt gleich fertig. Goldgelb. Das ist eine leckere Kartoffel. Ja. Magst du mal probieren? Ja, gerne. Ich liebe Pellkartoffeln. Ich habe noch nicht probiert, aber ich mache es nachher heimlich, ich sag's euch. So, und? Schmeckt wie eine Goldmarie. Vielleicht ist es eine Goldmarie. Vielleicht ist es aber auch eine Nicola. Die finde ich auch immer super gut. Die sind auch so gelb. Ich weiß es jetzt gar nicht, aber es ist auf jeden Fall eine festkochende. Gleich, es köstlich. Ist bald soweit. Es ist bald soweit. Und im Übrigen, die Menge, die ihr in meinem Buch findet, ist immer die Menge für zwei Personen. Und ihr werdet auf jeden Fall satt werden. Vor allen Dingen, wenn ihr vorher den Salat esst vom letzten Video. Könnt ihr euch ja noch anschauen, wenn ihr das irgendwie nicht gesehen habt. So. Jetzt sind die Kartoffeln geschnitten. Gut, das machen wir jetzt mal. Ja, mach das mal aus. Jetzt haben wir jetzt die wunderschönen Bräunungsgrad. Doch. Ist auch fertig jetzt. Ja. Ja. Jetzt schmecken die auch richtig gut, die Zucchinis. Die haben nämlich auch einen Eigengeschmack. Kann man sich gar nicht vorstellen, weil es gibt ja viele Leute, die behaupten, dass Zucchini langweilig schmecken, aber es stimmt überhaupt nicht. Sobald die ein Röstaroma haben, sind die richtig, richtig gut. So. Im Übrigen zu Hause benutze ich auch super gerne gusseiserne Pfannen. Weil da weiß ich nämlich, dass da keine Beschichtung drin ist und so weiter. Aber nun ja, halt, man benutzt das, was man hat und kann trotzdem wunderbare Dinge zaubern. So, jetzt geht's weiter. Also, jetzt kommen die Kräuter über die Kartoffeln, bitteschön. So, ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar
Radieschen. Und Kräuter. Machen wir erst die Kräuter. Ja. Um das Ganze so ein bisschen grün zu färben. Dann die in Scheiben geschnittenen Radieschen. Um das Ganze rot. Okay. Ja. Und dann haben wir ja auch noch die Zwiebeln. Die Zwiebeln? Ja. Jawohl, da auch noch mal eine schöne Menge rein. Nicht so viel, ich glaube, die war noch ein bisschen mehr. So. Wir benutzen im Übrigen immer super gerne rote Zwiebeln, weil die natürlich aufgrund der Farbstoffe einfach noch mal ein bisschen wertvoller sind als die weißen Zwiebeln. Reichen. Ja, das sieht doch alleine schon, sieht doch alleine schon genial aus, ja. Was fehlt jetzt noch? Die gute Zucchini aus der Pfanne. Genau, einfach rein. Mit den Röstaromen. Mhm. So, und zu guter Letzt kommt die Soße oder das Dressing rüber. Boah, sieht das gut aus. So. Wow. Ich denke, perfekt. So, einmal rumrühren. So. Wow. Fein. Das ist eine schöne Farbe. Mhm. Knackig, frisch. Ich serviere es jetzt für dich, okay? Und ja. Du musst dann probieren. Du kannst gerne zum Schluss dekorieren. Mhm. So, jetzt haben wir Part 1 von diesem leckeren Gericht. Und es sieht einfach köstlich aus. Ich freue mich. Ich benutze gerne diesen Teller. Die sehen einfach edel aus. Noch ein bisschen Radieschen dazu. Meine Güte, ehrlich gesagt, du wirst davon absolut satt werden. Ich glaube, mir wird es ein bisschen zu viel werden insgesamt. Bitte? Ein bisschen frischen Dill noch oben drauf. Ja, fürs Auge. So. Zack. Und dann probiere ich auch mal. Oh, ich freue mich. Dankeschön. Zeig mal, was du da jetzt isst. So sieht es aus. Ja, und dann haben wir ja gesagt, da gibt es ja noch Bratlinge dazu. Und wie die gehen, das erfahrt ihr in unserem nächsten Video. Da machen wir nämlich weiter. Und jetzt bitte sag doch mal, wie schmeckt dir denn dieser Kartoffelsalat? Wow, leicht warm, knackig, gute Röstaromen kombiniert. Wahnsinn. Und? Kann ich nur empfehlen. Das Dressing? Das Dressing hat einen richtig schönen Geschmack, gute Säure. Also, wie sieht es denn aus? Schmeckt es ein bisschen nach Ei? Oder? Hat so eine leichte Note vom Ei, ja. Aber nur ganz leicht. Aber nur ganz leicht. Wunderbar. Ich sag euch, ihr müsst es unbedingt probieren. Und das Rezept findet ihr in meinem neuen Kochbuch. Und wenn ihr was ausprobiert habt, dann finde ich das super toll, wenn ihr das natürlich in den Kommentaren reinschreibt. Und natürlich auch, wenn ihr noch eine Idee habt oder ja, überhaupt was sagen möchte zum Intervallfasten, weil es geht natürlich in dem Buch um das Intervallfasten, um den Gesundmacher-Intervallfasten mit auch um die vegane Ernährung, weil die beiden kombiniert sind einfach die Königsdisziplin für Gesundheit in Form von Prävention, von Vorbeugen. Aber auch wenn du schon krank bist, kannst du damit ganz, ganz viel erreichen. Und warum das so ist, ist natürlich auch in dem Buch geschrieben, in dem Theorieteil, der ehrlich gesagt nicht so ganz kurz ist, aber dafür knackig und zusammengefasst. Und anschließend kommen die ganzen köstlichen Rezepte. Und dir schmeckt es hier neben dran. Ja, ich rede und dir schmeckt es. Ich mampf hier rum. Ja, ja, das schmeckt. Sagst du auch. Es schmeckt sogar und deswegen Wahnsinn. Es schmeckt sogar, also dieser junge Mann. Okay, also ihr Lieben, guten Appetit und ich freue mich über eure Kommentare, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr den Daumen für uns nach oben gebt, natürlich auch. Und hier könnt ihr dieses Buch bestellen, wenn ihr möchtet. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.